Hallöchen. Da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Lies of P hier beim Stargazer. Oder auf Deutsch der Sterngucker. Dann machen wir mal weiter. Interessanterweise kann ich beim Stargazer aktuell meinen Charakter nicht aufleveln. Soll das lustig sein? Ich meine, wenn du sowas da im Zirkus siehst, ich weiß ja nicht, ne? Ja. Da hatte ich schon abgegrast, glaube ich, letztes Mal, ne? Die haben sogar Hydranten. Modernes Volk. Das Einzige, wo ich tatsächlich sagen muss, was ganz schick gewesen wäre, ja, er hat einen minimalen Schatten, aber... Also die Schattenphysik, die... Ja, da müssen sie auf jeden Fall nochmal dran arbeiten, weil schau, wie die Bank hier... Müsste eigentlich das Licht kommen von da, dann sollte sie schon einen kleinen Schatten schmeißen. Was sie nicht tut. Zumindest nicht richtig. Naja. Lichteinfall hingegen passt schon, aber der Rest nicht so. Und ja, natürlich nehme ich mir die Freiheit raus und würde das Spiel bewerten. Nee, das Spiel ist perfekt, so wie es... Oh, ach, was mit dir? Hotel Krat. Ich würde es gerne lesen. Der größte Luxus, den Sie je... Ich klicke das nicht weg, das geht von alleine weg. Der größte Luxus, den Sie je erleben werden, gönnen Sie sich den Genuss einer unvergesslichen... Nochmal. Eines unvergesslichen Tages. Cool. Also so 2-3 Sekunden länger einblenden und es wäre gut. So kann ich das nicht folgen. Oh hey, er hat einen Schatten. Das würde natürlich einiges erklären, wenn ich hier eine Laterne am Arsch mit mir rumtrage. Ah, naja, warte. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Er hat anscheinend einen Schatten. Revidierung, mein Fehler mit der Laterne. Dann macht das natürlich Sinn. Das entschuldigt die Bank aber nicht. Die Bank hat offenbar die Schule geschwänzt. Da muss ich mal die Eltern der Bank anrufen. Warum sind die nackt? Gut, es sind Puppen, aber ihr wisst schon. Und was ist das für eine weiße, klebrige Substanz? Oh. Nennen wir es Maschinenöl? Ja. Nein. Was ist denn der versteckte Mondstein? Ein seltenes Verbesserungsmaterial. Ah ja, okay. Gut, dann hallo. Ich nix, Puppe. Ich armes, kleines Junge. Ich se Mensch. Eine Fee.
verschieden reagieren. Ich glaube, bis hierhin hatte ich die Demo damals auch gespielt und ich dachte, hier ist vorbei, aber nee, war es eigentlich nicht. Also jetzt ist es tatsächlich richtig blind für mich. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich hier tue, weil ich habe die Demo nie weitergespielt als bis dahin. Oh, Kinozeit. Ich halte meinen Mund. Bis gleich. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krop to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krop is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Da bin ich wieder. So, ich gehe mal hier kurz die Liste durch. Moment, also Level Up Waifu. Typisches Souls Element. Check. Ah, jetzt können wir leveln. Na dann. Ihre Lippensynchro ist ein kleines bisschen off, aber sei es drum, es ist ein kleines Studio, das sei verziehen. Entschuldigung. Johnny is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krot is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Okay. Wir sind der Clever One. Wir waren schon der Penitent One, wir waren der Penetrante eine.
Es ist immer irgendwas mit One. Das hatten wir schon im letzten Part angesprochen. Und entschuldigt, ich muss euch wieder damit nötigen, wenn euch das Projekt gefällt, dann denkt bitte an ein Like. Das wäre großartig, würde mich sehr freuen. Hilft, dass das Projekt weitergeht. Und ja, es kostet euch nicht mal was. Ihr unterstützt mich damit, das wäre ein Traum. Ja, okay, Dankeschön. Und wir machen uns weiter auf den Weg. Aber es ist schon interessant. Wir nehmen uns kurz den Moment, wie dieser Archetyp mittlerweile aufgebaut ist. Seit Dark Souls 3 ungefähr muss man sagen, Kleidchen, yep, Mantelüberwurf, yep, eine sanfte, ruhige Stimme, yep, haben wir. Anstelle von Blond ist sie diesmal blauhaarig, hellblauhaarig. Ja, immerhin müssen wir sie nicht in ihrem Innern berühren. Das hatten wir ja auch schon zweimal. Naja. Welcome to Hotel Crop. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Crop, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Crop. How may I be of service? Bist du denn von mir? Du bist ein Händler. Ah ja. Legionsmagazin, Legionleine. Keine Ahnung, was eine Legionswaffe ist. Werden wir schon noch erfahren. Oh, ein Grammophon. Ich habe keine. Ich frage mich, also unter uns, ne? Du, ich, ihr, wenn zwei auf eurer Seite sind oder mehrere. Ich frage mich, wie viele Leute das es gegeben hat mittlerweile bei Lies of P, die geweint haben, weil es kein Open-World-Spiel ist, sondern so ein bisschen schlauchartig. Also so klassisch Souls. So, also, wir haben Open-World. Halt doch einfach dein Maul. Oh, wer bist denn du? Rollstuhl, nächster Archetyp. Wir in unserem Gamer, ne? Wer bist denn du? Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservation. I am Antonia, and this is my hotel. Welcome. Schön, schön. Oh, I knew from the moment we met that you're Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysium Boulevard, and he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself. Oh, sie mag ihn. Oh, jemand ist Erinnerung, das ist Kleidung und... Oh nein, ist das ein Matrosenanzug? Warte, hier, ja. Ach du Scheiße. Nein, 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 ich mag den roten Mantel. Zeig mal dein Gesicht, warte. Doch richtig gesehen, also wir haben ein blindes Auge, wir haben Drachenfäule aus Sekiro, auch schön. Ne, seht ihr da links? Also die Anspielungen sind offensichtlich unterbewusst, aber ja. Hör auf, das Spiel ist auch, es sind offensichtliche Anspielungen. Das warst du mal, hm? Wann hat die Drachenfäule eingesetzt? Erzähl mal. Naja, also das wird man nicht lesen. Ich mache ja viel, aber nee. Soundtechnisch, aber muss ich echt sagen, ist gut. Die Synchro ist nicht schlecht. Ja, kann man machen. Also es sind gut gewählt bisher die Sprecher. Der Ton beim Laufen ist stimmig. Vor allem achtet mal, wenn ihr es hört, achtet mal drauf. Ich finde es schön, dass darauf geachtet wurde, dass der Teppich ein anderes Geräusch macht. Moment, Holz.
Auch das ein anderes Geräusch. Sehr löblich, sehr löblich. Hast du nicht oft? Hey, sind mittlerweile Standard. Ha! Hier reden wir von Standard. Ah. Wisst ihr, es gibt Souls-Likes, die sind so richtig, ja, ich wollte jetzt nicht sagen Dreck, aber doch. Und Trash und, ja. Und das hier ist auch ein kleines Entwicklerstudio gewesen. Oh. Ich kann das den ganzen Tag machen. Gut, nee, machen wir nicht. Ja, aber ist ein schickes, kleines Hotel. Würde ich auch mal nächtigen. Wäre ich nicht so. Anatomisch nicht ganz korrekt, aber okay. Was brauche ich? Für den Eingang Rosa Isabellenstraße. Also das mit den Einblendungen müssen wir wirklich noch dran arbeiten. Das geht zu schnell weg. Das kann ich kaum lesen. Geppetto left it with me. Katze! Da hinten. Und ja, ich weiß, Waffenwaifu. Hab schon gesehen, ja. WW, Waffenwaifu. Ah, das ist die sogenannte Legionswaffe. Ah ja. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigene Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Veningi Handwerksmaschine vorgenommen werden. Veningi. Aha, Gesundheit. Hört sich wirklich an, als hättest du so genießt, die Nase kribbeln machst. Ein bisschen. Craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is. Du bist also Eugenie. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the. Eugenie. Ah. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Ich hab da ein Schwert. Kannst. Ja. Ja, das wäre. Wenn du einen Mondstar hast, kann Eugenie dir helfen, die Klinge einer Waffe zu verbessern. Ja, bitte. Die Angriffskraft der Waffe wird erhöht, wenn du die Klinge verbesserst. Einige Klingen können nur mit einem speziellen Mondstein verbessert werden. Erinnert mich so ein kleines bisschen an Funkeltitanit und so dergleichen. Ja, bitte. Klinge des Großschwerts des Schicksals. Klinge, Schwert, Schneide. Fehlt noch. Weil Klinge des Großschwerts. Und dann noch epischer. Des Schicksals. Ja, okay. Hab's schon begriffen. Entschuldigung. Aber es ist schon ein bisschen lustig. Gib's zu, es ist schon ein bisschen lustig. Das muss noch edgier klingen. Entschlossenheit Kurbel, Technik Kurbel, Fortschritt Kurbel. Ah, okay, Moment. Das hier ist dann jetzt sowas wie Attribute. Zur Aufdröselung. Dark Souls 3, als würdest du meinetwegen einen Claymore zu einem kruden Claymore machen, zu einem scharfen Claymore, zu einem schweren Claymore. Dadurch werden die Attribute verändert. Ja? Schaut ihr da, Entschlossenheit wird von dem B zu einem A, dadurch wird Technik von D zu nix. Also ja, das ist einfach nur eine Umwandlung. Verstehe. A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Sie hatten einen Robospecht da links am Tisch. If you
want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The stalkers captured a puppet to use for training. Mhm. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Schick, schau doch den Vogel mal an. Der macht sogar Pluck. Katze. Hallo. Na, oh, ich kann. Was ist das? Ne, das sind Hunde. Das ist, oh, oder auch Katzen, aber du. Hallo. Ja, wer bist du denn? Hey. Warum? Bist so eine Feine. Komm schon. Wir werden schon noch Freunde. Okay, das ist ein Pluspunkt. Katze. Katze streicheln. Das ist schon was sehr gut. Ah, ach, hier ist es. Okay, okay. Mhm. Verstehe. Ja, da geht's. Ist das der Garten? Ja. Offenbar, ja. Viel Glück für alle Besucher, Ruhe für alle Reisenden, Glück für alle Freunde. Ja. Also das ist halt hier einfach Trainingsgelände. Alles klar. Ah ja, Legionswaffe benutzen. Oh, hi. Die Puppenschnur. Ah, da diesen Enderhaken. Wie dingen sie hier Sekiro-Bisschen richtig? Verstehe. Na den. Wollen wir mal. Ah, ja, ja, ja. Ich rede noch mal. Wie heißt du noch mal? Sophie, ne? Sophia? Sophia. Achso, ja. In the folklore of Krat, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Ergo is the miracle that made Krat prosper. Ich dachte immer, Ergo ist eine Versicherung. There would be no automated puppets to make Krat wealthy. When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. Alles klar. Dann sind wir mal ready, würde ich schon schwer behaupten. Entschuldigt das im Hintergrund, aber ja, es wird hier gearbeitet. Nachbarn und so, ihr kennt das, ne? Gehen einem immer auf den Sack. Als hätte das gehört. Ist das eine Ratte? Persönlichkeitsmodul, Gang, absoluter Badass. Muss ganz langsam laufen. Du bist 16. Ich krieg gleich die Motten. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Hä?
War Gemini nicht immer diese Robostimme und jetzt? Sicher? Also, ah, na gut, er wurde vermutlich repariert, aber. Ja, gut. Da lecker Brot. Der Kratgulli. Also da haben sie es echt hinbekommen. Lichteffekte und so, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist das eine Wohnung? Wow, wie ungemütlich. Stell doch mal vor, ihr würdet hier wohnen und da wäre euer Bett. Das ist ein Bistro? Na, ein Arsch. Da sind Betten drin. Soll das für ein Bistro sein? Ah ja, ich bestelle ein Hörnchen und einen Kaffee. Willst du vielleicht noch ein bisschen ins Bett legen? Ja, gut. Ich möchte nur gerade ein bisschen gaffen. Wisst ihr, das ist spannend. Dale's Bookstore, one of Krats oldest bookstores. Vermutlich auch der einzige. Fyodor Books. So viel dazu, wie viele Buchläden gibt es hier eigentlich? Jacques, und was haben wir da vorne? Ist egal. Komm mal her. Gefällt mir. Schick. Schick. Ein Sternenfragment. Es wird viel zu kurz eingeblendet. Ach, was soll das denn? Muss ich wieder mit dem Thema kommen? Wurde das überhaupt getestet? Und wenn ja, fuck, können die schnell lesen. Ach, das ist Spezialmaterial. Es gibt Coop? Aha. Das, also das klang halt so. Okay. Psst. Nicht verraten, wir sind hier total sneaky sneaky. Mother Fairy. Fyodor Books schon wieder. Weißt du, es ist keine gute Idee, wenn du gefühlt zwei Läden direkt nebeneinander aufmachst. Das macht keinen Sinn. Aber ist okay. Fyodor, du wirst schon deine Gründe gehabt haben. Eine Wurfzelle. Oh, cool. Das war das Ding, was für mich den Boss gekillt hat. Der Clemens. Der Eier, Clemens. Ein Eier, was war ein Eier? Ist das ein Schnapsladen? Ah, ne, Attire. Das müsste ein Möbelladen sein. Wenn ich richtig weiß. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago, before the puppet frenzy. As you said. Four Season Books, Coffee House. Ey, ohne Scheiß, jeden Furz weit ein Buchgeschäft. Oh, aua. Ist ein bisschen so mit Lidl. Da schon wieder Fyodor Books. Tausende Buchläden. Wo gehst du in die nächste Straße? Fyodor Books. Warst du heute schon in deinem Fyodor Books? Habt ihr auch ein Bett? Nein, das ist kein guter Fyodor Books.
Mendel vor allem. Wir führen neuerdings auch Mendel. Was ist euer Konzept? Bücher und Mendel. Fuck off, Hund. Mich gerade angerotzt. Dodge! Stirb! Wir gammeln hier weiter. Wir wissen nicht, die Schnammbummeln. Miss Potts, aha. Mrs. Potts. Entschuldigung, das S habe ich ja. Was ist der Unterschied? Wenn da MS steht, dann ist es eine ledige Frau. Bei MRS ist es eine verheiratete Frau. Mrs. heißt es. Ja, ihr lernt sogar noch was hier. Das gibt's übrigens nur für Frauen, diese Regelung. Bei Männern ist es immer nur Mister. Lada F150 Rahmen. Also unter Lada verstehe ich was anderes, aber gut. Gut. Was macht das denn? Uiuiuiui. Gewicht geht nochmal ein bisschen hoch, aber mehr Schutz. Ich sag dazu mal nicht nein. Bin ich noch. Ich bin langsam ein bisschen fett. So ein bisschen, ne? Mach dir doch wegen mir nicht die Mühe, du kannst gerne liegen bleiben. Ich muss ein bisschen in Ausdauer skillen, ich merke schon. Batteriezustand des DualSense ist schwach. Leck mich. PlayStation Controller. Ja, wir wollten auch hier noch ein bisschen gucken. Was haben wir denn hier alles? Also du, oh Junge, ich hätte so Bock auf einen Fyodor-Books. Mensch. Keine in der Nähe. Ah. Aubrey St. Bakery. Ah, das ist eine Bäckerei. Gewesen. Habt ihr auch ein Bett? Ich meine, wenn man so Fresskoma hat und schafft es nicht mehr raus aus der Tür, dann wäre so ein Bett schon ganz cool. Nein? Schade. Okay. Oh, Leitern. Und ja, wir gehen das hier ganz gemütlich an. Ihr kennt meine Let's Plays, da wird ein bisschen scheiße gelabert. Oh, fick dich. Mieser kleiner Penner. Hey! Aua! Hey! Ich wollte dich da eigentlich, ne? Du weißt schon, genau. Jetzt ist auch egal. Oh. Wir testen gleich was aus. Mensch, hier oben, das wäre doch der Ort für den Fyodor-Books oder etwa nicht? Die verrückte Frau, die sich für den Vogel hält. Habt ihr es gehört? Ha! 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 Absolut normale Vogelgeräusche. Oh, ne Leute. Uis. Die verrückte Vogelfrau. Okay, unsichtbare Wand. Ihr habt es gesehen. Man darf hier nicht erkunden. Ist okay. Ah, schnell klettern gibt's also auch. Hm.
Hi, wer bist du denn? Ach, du bist wie der rote Knecht, den wir schon mal hatten, ja. Ich muss das mit dem Partieren noch ein bisschen üben. Ihr wisst, ich hasse Partieren. Das ist für mich keine Spielweise, das ist einfach nur, ja. Nein, ich bin so absolut übermächtig, denn ich bin ein Gott. Ich partiere da einfach alles weg. Das ist Bullshit. Was für ein in welchem Spiel soll denn sowas spannend sein? Aber so viel dazu, ich will nicht weiter drauf rumreiten. Oh, noch ein Sternenfragment und Legionsmagazin. Ist das die Januar-Ausgabe? War da nicht jetzt eine Klebehand mit drin? Ach, halt nicht diese Art Magazin. Hm. Oh. It's a trap. Läden. Innen? Okay, die ist verrammelt. Schade. Fensterläden oder sind das Heizungen? Heizungsschlitze? Nee, das sind tatsächlich Fensterläden. Oi. Aua! Ah, oh, fuck! Neue Drecksgegner-Typ. Der BB, also der Bauernbot im Allgemeinen mit seiner verlängerten Klobürste, ist ein unangenehmer Gesellig, wie ich gerade festgestellt habe. Ah. Ah. Machen wir gleich. Es geht auch noch hoch. Gott. Ah! Ich war in der scheiß Aufnahmeanimation gefangen. Immerhin kann ich mir ein bisschen Lebensenergie wieder zurückholen. Oh, was haben wir denn da? Oh, Blitzpapier. Verstehe. Neues. Ich glaube, das ist ein Rückweg. Deswegen gehen wir erstmal nach unten. Weil wir hatten doch vorhin so ein Gitter da, wo ich herangelangt habe und da habe ich eine Gewisch bekommen. Ihr erinnert euch? Ja, ich auch. Oh, Läden. Muffer Fairy. Muffer Fairy müsste ein... Oh, keine Ahnung. Ramschladen sein? Auf jeden Fall ist er verreckt. Ferry, keine Ahnung. Läuft. Ah, seht ihr? Hatte doch recht. Geil. Und irgendwo hier müsste doch genau. Wir rasten kurz zwecks Heilung und ihr wisst schon. Jiminy, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry.
Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Wird zur Erklärung, wenn ihr hier immer dieses Grillen geht, sehr gehört. Anspielung, Gemini war ja ursprünglich eine Grille. Wollte ich nur, ne? Teleportieren brauchen wir uns gerade noch nicht. Ich denke, wir sind cool soweit. Wir wollen mal dann noch aufs Dach weiter gucken. Hey! Kleine Scheiße. Oh, die ganzen Gegner sind jetzt wieder da, richtig? Ja, aber natürlich. Du rammelst mich mit deiner Schulter an, das macht Schaden. Richtig. Richtig. Au. Drecksack, du Verfluchter. Mein Mantel ist schon ganz schön dreckig. Oh, guck mal. Au. Was zum Fick? Ihr da oben. Elektroschock, aha. Hi, Frames. Ah, Gott, war das knapp. Fick dich! Hi, Flames! Ich würde gerne die Läden da lesen, aber ihr seht, ich bin leider etwas in Eile. Oh. Ich hab mein... Au, 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 ich werd sterben! Ich werd sterben! Ich lebe noch! Gott! Um Zentimeter! Das geht mir den Wildschau auf den Sack in dem Spiel! Also Moveset-technisch, ich hab bisschen was auszusetzen. Momentan. Ah. Du bist halt bocksteif. Hier, du bist nicht so gelenkig und du hast... Na gut, das kann dann liegen, weil ich nicht in Ausdauer gelevelt habe oder halt trage lost. Wir werden es rausfinden. Ja. Oh, ernsthaft. Bitte. Deine schäbige Wohnung, ja? Brief eines gefrorenen Mannes, was nicht alles gibt. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Weißt du, mit so Null aus, Null Heilung, wir sind in Wagnis, ne? Schau, das meine ich! Wieso habe ich jetzt verfehlt? Das ist Scheißdreck. Nutz die volle Reichweite des Drecksschwerts aus und bleib nicht mehr bocksteif stehen, wie wenn du Stock im Arsch hättest, Junge. Das wird ein Graus. Oh, ja, sag ja, bocksteif. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Du bist sowas von in der Animation gefangen. Ja.
Wieder ein Zentimeter. Wieder ein Zentimeter. Oh shit! Das ist eine Kunst, huh? Mitten auf der Bombe gelandet. Wie viel Uhr haben wir denn? Na ja, komm, da bewege ich meinen Arsch jetzt schnell nochmal hin, hoffe ich. Wenn ich den Weg denn finde. Ja, also da, das finde ich echt nicht gut. Hier, du bist so lange gefangen in der Animation. Dazu die fetzer ass bitch Rolle hier, das ist, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Und wie schaust du denn schon wieder aus? Und voll mit Öl. Weißt du, was das kostet, das sauber machen? Ich bloß alle in Ruhe. Brauch meine Heilung für den Typi da hinten. Ihr versteht. Habe ich jetzt den Shortcut genommen? Mach es egal. Ist ein bisschen verwinkelt. Man kann sich hier auch nicht wirklich alles merken. Hi, Klobürstenmann. Komm mal her. Nein, nein. Zeig dir mal, wie wir Leute in Texas unsere Probleme lösen. Mit Gnaden? Ja, aber leider gerade keine. Iframes. Danke. Immer schön in Bewegung bleiben. Fuck! Jo! Du Drecksau! Verflucht! Au! Au! Ich würde noch mehr Gegner hier platzieren. Da ich ja für alles zwei verfluchte Hiebe brauche, es ist ja so ein Traum gerade eben. Ihr glaubt das gar nicht. Was haben wir hier? Ich habe doch da gerade was gesehen. Au! Geil, man kann so gut drauf reagieren. Dankeschön, gute gemacht hier. Entwickler, habt ihr schön gemacht. Habt ihr es getestet? Fandet ihr das gut? Ich weiß, ich mutze gerade, aber es ist ja tatsächlich so. Wieso will ich da jemanden platzieren? Du kommst hoch, du kannst nicht reagieren. Toll. Oh, hi, ihr Wichser. Boah, fick dich. Fick dich so hart, ey, mit der scheiß Brunsflasche. Nett. Ah. Yeah. Das sind mein Ego. Meine Seelen. Die Narbe. Guck mal. Ich hab da eine Idee. Warte. Warte. Ich meine, ich hab die Dinger ja. Warum denn nicht benutzen? Dreh die mal bitte weg. Heute noch.
Danke. Meine Güte, war das leicht. Hat sich sowas von gar nicht gelohnt. Oh, ist das ein... Oh. Perfekt. Perfekt. Ja. Und ein Händler. Mensch, wir sind durch für heute. Dann sage ich mal also Dankeschön, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst lieben gerne ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann. Tschüss.